Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Wir machen direkt weiter. Im letzten Part haben wir gegen so einen Octo-Typ gekämpft. Teilweise sogar auch recht gut überstanden mit ein paar kleinen Fails, so wie immer. Und wir haben jetzt die benötigten Sterne für die nächste Galaxie, die wir jetzt freischalten werden. Mal schauen, was da für eine ist. Und es ist die Honig, das Honigbienenkönigreich. Könnte interessant werden, wenn ihr mich fragt. Und der erste Stern? Fliegbienen Mario. Okay. Zu Zeiten zu Mario Galaxy werden wir jetzt ein neues Item kennenlernen. Ja. Und ich habe es eventuell so gemacht, wenn das jetzt ein bisschen cooler ist, denke ich mal, habe ich mich etwas transparenter gemacht, damit ihr wenigstens die Mini-Sterne unten rechts seht und das alles. Kann man ein bisschen schwach erkennen, so wie ich sehe, aber es ist wenigstens etwas, denke ich mal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist, aber ich denke mal, es geht eigentlich gut klar. Nur so zum Test werde ich das eventuell aber nur für diesen Part machen, mal schauen. So, das ist das Honigbienenkönigreich, unsere Königin regiert dieses Land. Ja, schöne für dich. Danke für die Info. Komm ich hier nicht hoch oder was? Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt weiter nach oben. Dann sehen wir da diese komischen steinartigen Teile. Vor allem, die wackeln so komisch. Haben die ein Eigenleben oder so? Oder rollen die einfach nur? Man kann die aber auch nicht selber wie rollen. Der Fall Fail war jetzt unnötig. Und diese blauen komischen Viecher nerven auch. So. Ja, hä? 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 Als ob? Geh weg! Nee, bei der nächsten Piranha zerstöre ich die mitten springen. Ist, glaube ich, besser. Gut. Bekomme ich wenigstens wieder eine Münze und deutlich auch wieder auch Kraft. Bekomme ich mit Mannsprung hin so? Okay, einwandfrei. Ja, was zu reden? Keine Ahnung. Irgendwas. So, was hat es damit auf sich? Ist irgendeine Knospe von einer Blume oder so irgendwas. Ja gut, vielleicht werden wir das irgendwann später mal herausfinden, was? Zum Schloss geht es geradeaus entlang. Danke dafür. Boah. Das wäre jetzt wieder ein Treffer wert, ne? Ich weiß auch nicht, wofür diese Münzen überhaupt da sind. Und das ist jetzt der Bienenpilz. Okay. Hat es damit irgendwas auf sich? Das ist nur so ein Gegner, denke ich mal. Geh einfach weg. So. Irgendwas zu sagen? Nee. Das ist nicht der Weg zum Schloss. Die roten und blauen Klamotten sind uncool. Ja, sorry. Das ist mein Standard-Outfit. Das trage ich 24/7. Was du hinter dem Wasserfall siehst, ist das Schloss unserer Königin. Warum konnte man den Abo-Sound jetzt hören? Ich hab das doch alles ausgestellt. ja gut, danke an diejenige Person, die mich abonniert hat. Herzlich willkommen. Oh Mann, ich hätte gedacht, das wäre aus. Also ich hab's eigentlich so eingestellt, dass es eigentlich aus ist und ich noch nicht mal erkennbar ist. Aber ja, gut, okay. Scheiße, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Aber, ja gut. Kann ich nicht hier hoch? Geht das nicht so völlig? Na, jetzt auf einmal macht er einen Wandsprung. Okay, gut. Ich hab's sogar noch hinbekommen. Weg mit dir. So. Weg. Na. Geht nur bitte weg, das wäre schon dankbar. So. Jetzt geht's hier runter. Und die Mini-Sterne mal auf dem Weg hier mal einsammeln. Den Pilz. Ah, cool.
Du wolltest zu Bienen, Mario. Halte A gedrückt, um zu fliegen. Ah, okay. Okay, die kann ich ansprechen. Das Schloss ist jenseits dieser Mauer. Bienen lügen nicht. Okay. Boah, aber zu fliegen ist ein bisschen mager, ne? Aber es lädt wenigstens immer wieder auf. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ist ja gut. Flieg hoch, flieg hoch, flieg hoch, flieg hoch, flieg hoch. Hä, das geht gar nicht. Warum denn nicht? Ja, dann halt nicht. Kann ich überhaupt wieder hier hochkommen? Als ob das immer so knapp ist. Kann ich überhaupt hier hoch? Versuch's jetzt mal so. Es hat sogar was gebracht. Ja, ist klar. Warum geht diese Ausdaueranzeige so schnell wieder leer? Ist ein bisschen wenig. Aber ja, gut. Also sogar ein bisschen Honig hier. Achso, das machen die gerade hier. Ja. 24/7 nur am Arbeiten hier. Das Übliche. Was die Bienen am besten können. Dann hätte ich jetzt fast das Schütteln vergessen. Ah, da sind wir jetzt sogar schon da. Oh, das ist ja cool. Da sind wir sogar schon bei dieser Bienenkönigin. Die es sogar in Mario Kart 7 gibt. Aber das ist voll komisch. Aber ja, gut. Keine Ahnung, warum es die da gibt. Er hat sich sowas bitte schön einfallen lassen. Aber der sieht von Weitem so übelst riesig aus. Dafür Mario Kart 8 ist er... Ach, Mario Kart 7 ist so voll klein. Das passt dafür irgendwie gar nicht. Aber ja, gut, egal. Mhm. Also das Fliegen bekomme ich schon hin, ne? Das ist kein Thema. So, auch weg mit dir. Ich würde auch direkt auch schon hier hingehen. Wo kann ich überhaupt hier nach oben? Um halt hier weiterzukommen. Weil das wüsste ich schon gerne. Kann ich nicht da irgendwie da hochklettern oder so? Ginge das irgendwie vielleicht? Aber hier vielleicht. Ja. Ah, gut, einwandfrei. Würde ich mir direkt mal hier. Alle. Wir sind. Ja, wunderbar. So, hier geht's nach oben. Komm, schaff. Okay. Einwandfrei. Da sind wir jetzt sogar schon fast bei der. Okay. Jetzt nur noch nach oben, da wäre das eigentlich sogar geklärt. Was hat es damit auf sich? Ich benutze die jetzt einfach mal, die rangehe. Naja, die haben ja noch vom ersten Mal. Okay, aber war trotzdem jetzt ein bisschen knapp irgendwie. Ich fliege, ach, fliegen, genau. Ich lade jetzt einfach mal hier hoch auf diesen Honigwaben. Hochklettern, 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 hallo. Geht nicht. Ausdauer, sowas von verbraucht, dass er noch nicht mal so, nicht mehr irgendwie so hochklettern kann. Ach, Mann. Komm schon. Flieg hoch. Dankeschön. Okay, jetzt hat es wenigstens funktioniert. Nee, 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 nee. Ich lasse mich jetzt nicht von dir attackieren hier. Sehe ich hier mal nicht ein, ne? So. Und da sind wir ja schon. Oh, cool. Nice. Oh, wer bist du denn? Egal, wer du bist. Ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Körper. Kannst du dir das nicht mal ansehen? Mit den höchsten Vergnügen? Irgendwie? Jetzt ist die Kraft wieder weg. Warum ist die Kraft wieder weg? Warum? Ah, übrigens hier mit der Kameraperspektive. Danke an denjenigen, der mir die Info gegeben hat in den Kommentaren. So. Irgendwo vom Hinterteil, oder was? Auch hier, hier kann man noch irgendwelche Sternteile wahrscheinlich noch so aufsammeln. Um so einen Stern so freizuschalten. Ja, irgendwo am Hinterteil, hä? Und? Ja, da.
Einfach nur so oder was? So rumkrabbeln oder wie? Achso, nee, kann man doch sogar jetzt schon so machen. Sind so die Sternteile so auf dem ganzen Körper drauf? Ja, gut, ne? So kann man auch Sternteile verteilen. Okay. Danke, Fremder. Ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder etwas ist, kümmere dich drum, ja? Na klar, machen wir doch gerne. Und kann ich jetzt auch wieder weg davon? Dankeschön. Verdammt. So, jetzt aber. Juhu! So. Hier ist Captain Toad. Den gab's schon damals? Okay. Das wusste ich nicht. Cool. Kreisch, eine Biene. Nanu? Mario? Mario, du bist es. Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist unser Bowser auf die Pelle gerückt. Und wir haben uns mit Luigi verirrt. Ah, ganz vergessen. Wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können. Also nimm ihn bitte. Nur mit den höchsten Vergnügen. Schön. Damit haben wir den schon mal. Den wunderbaren Stern. Einwandfrei. Wunderbar. Nein, jetzt ist kein Partschluss. Wir machen weiter. Honigbienenkönigreich, Fliegbiene Mario, Stern Nummer 5. So, wieder ein paar Sternteile. Wunderbar, du hast eine neue Galaxie entdeckt. Hä? Noch eine neue? Okay. Ja, ist okay, weiß ich Bescheid. Das machen wir dann noch alles. Mario, dein Name ist Mario, nicht wahr? Auf jeden Fall. Das hab mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario. Irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Die wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Speichern auf jeden Fall. Muss das jetzt sein, weil ich würde jetzt gerne weitermachen. Ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Machen wir erstmal weiter. Ja, scheiß auf Freunde. Okay. Welche neue Galaxie? Ach, da. Okay. Das machen wir irgendwann beim nächsten Mal dann. Wir machen hier weiter beim Honigbienenkönigreich. Ist bei jeder Galaxie nur 3 Sterne zu sammeln, oder was? Und da kommen später welche. Ich habe keine Ahnung. Notfall am Wachturm. Joa. Der nächste Sternenname. Okay. Das hat jetzt was mit dem Entwickler zu tun? Nee, eigentlich nicht. Irgendwo ganz da oben auf jeden Fall. So, erneut angekommen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nach oben. Warum sind jetzt diese Steinplattformen jetzt aufgetaucht? Die waren vorher nicht. Naja, für die Sternteile ist es auf jeden Fall wunderbar. Okay, diesmal war ist hier eine Ranke, auch okay. Schön nach vorne. Einwandfrei. Vielleicht eine Stampfattacke mehr. Ja, wäre besser gewesen wahrscheinlich. Über die Stampfattacke. Ja, ja, da sind wir schon dabei. Kein Problem. Sind aber schon ein paar Sternteile hier schön ordentlich verteilt hier, ne? Weg mit dir. Sind sogar 2 von diesen Dingern da. So, einen hohen Sprung. Oh, das hätte ich jetzt etwas verpeilt sogar fast. Aber nur fast. Ist hier das immer noch mit denen? Okay. Dachte ich mir schon irgendwie. Aber auch nur vor kurzer Zeit. Ah, da öffnet sich eine Brücke. Können wir schön weiter. Und den Wiggler können wir sogar auch töten. Oh, das ist voll schade. Die sehen irgendwie voll niedlich aus, irgendwie. Du!
Das hat damit auf sich, wieder an der Stampfattacke, ne? Okay. Ist hier was drinne? Sieht aus wie so eine Öffnung auf jeden Fall. Kann man nicht hier rein? Ah ne, doch nicht. Ja, okay, gut, dann halt nicht. Ne, scheiße. Ah, perfekt. So, da geht's nun weiter. Ah, hier ist noch so ein Stern, damit wir weitergehen können. Ne, am besten hier diesen Wandsprung vollführen. Sieht auf jeden Fall offensichtlich aus. So. Wo geht's jetzt hin? Aber ganz woanders, ey. Achso, da muss man immer so ein bisschen warten, damit es wieder so aufgeladen ist quasi. Ah, der Treffer war jetzt dämlich. Komm, dann machen wir nur einen Sprung. So, perfekt. So, dann möchte ich aber gerne wieder normal wieder drauf, ne? So, hier sind nur Wickler. Möchte nämlich gerne wieder normal wieder weitermachen, wenn das okay wäre. Dankeschön. Hier ist wieder so eine Münze. Oh, ein Stern. Oh, cool. Nice. So, wieder alle eliminieren hier. War hier nicht noch jemand? So, hier noch. Ja, sonst ist das alles komplett leer. Gut, wunderbar. Boah, das hat sich ja voll gelohnt. Oh, cool. So. Jetzt müssen wir eigentlich sogar fast oben sein, ne? Das war keine gute Idee, das war keine gute Idee. Oh, da vorbei. Ah, okay, das war noch knapp. So. Mhm. Oh, ich stelle mich gerade gar nicht mal so scheiße an. Wie kann ich das jetzt hier? Müsste sich das halt nicht irgendwie bewegen können? Oder geht das nicht? Ah, in dem Symbol hat man das ja gesehen. Nur mit einer Stampfattacke könnte man den besiegen. So. Das Aktivieren dieses Buttons. Hat sich jetzt diese Mühle gedreht. Endet jetzt einfach mal so spontan. So. Auch noch so ein großes Viech. Der Mini-Boss-Fighter oder was? Warum sind hier diese Coins hier? Oh, war das dämlich. Du bist aber richtig cool dabei hier, ne? Fühlt sich richtig cool. So. Achso, das war quasi das Baby. Auch cool. Und das Baby getötet von dem. Als ob ich ihn nicht getroffen habe. So, jetzt aber. Oh, das war's. Das war's. Das war's schon? Lol. Einfach nur so ein Miniboss. Lol. Ich habe jetzt ein bisschen mehr damit gerechnet. Ja. Geht's wenigstens leichter vorbei. Ja, gut, ne? Geht auch. Ist auch schön. Ja, geil. Notfall am Wachturm. Ah, wieder über 100 gesammelt. Noch speichern. Wunderbar. Gut, dann werde ich jetzt hier gleich speichern. Und, einen haben wir ja noch, ne? Einen haben wir ja noch, dann machen wir dann schon mal mit der nächsten Galaxy dann im nächsten Part weiter. Also den letzten Stern, also der erstmal vorerst letzte Stern, so wie es ausschaut, weil hier kommt irgendwie auch nichts mehr. Keine Ahnung, ob das dann wirklich schon alles war. Kann ich mir nicht glauben, weil wäre ein bisschen zu wenig für eine Galaxy, nur 3 Sterne. Ich weiß auch nicht, wofür diese Fragezeichenmünzen sind oder so. Mal kommt nur irgendwas Randomhaftes oder so. Und keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also, wer es weiß, kann es gerne in den Kommentaren schreiben, wofür diese komischen Fragezeichenmünzen gut sind. Für irgendwelche späteren Abläufe oder so. Keine Ahnung. Und wie gesagt, im nächsten Part, dann hier den Stern noch hier. Und dann, denke ich mal, machen wir dann bei der neuen Galaxie dann weiter. Oder, ja, aber
Dann würde ich erstmal sagen, ich habe genug gelabert jetzt zum Schluss hier. Videostrecke, bla bla bla. Halt die Schnauze. Ja gut, würde ich sagen, wenn es gefallen hat, gerne wieder einen Daumen hoch. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und allgemein meinen Bock auf mich habt, lasst gerne ein Abo da, wäre ich euch dankbar. Und dann würde ich sagen, bis dann bei der Party. Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut. Tschüss.